So, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dem Mittagessen ist es immer besonders schwierig. Das weiß jeder. Das machen wir dann, ob kohlenhydratfrei oder nicht. Ja. Deshalb haben wir uns gedacht, wir bringen etwas Dynamisches mit rein. Das heißt, der erste Vortrag oder in dem Fall ein Doppelvortrag wird Sie mit einbeziehen, sodass Sie auch ein bisschen was erleben können. Und darum geht's. Und der Titel, den uns Frau Schulze und Herr Prinz vorschlagen, ist Energietransformation durch Erleben. Und ich bin auch schon ganz gespannt, um was es geht. Sie sehen anhand der Farbgestaltung und der Vorbereitung hier, dass es ein bisschen anknüpft an den Vortrag von Bodo Köhler. Das heißt, Sie können dann schon mal gleich weiterdenken. Und in dem Sinne übergebe ich Ihnen schon mal das Podium. Ich freue mich auf Ihre Präsentation. Dankeschön. Dankeschön. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Eddie Schulze und das ist der Christian Prinz. Sie haben schon gemerkt, in Ihrem Flyer steht ein anderer Name, Kwesi Odum. Wir sind ein Dreierteam, ein Dreierforscherteam und leider ist der Dr. Kwesi recht erkrankt und kann leider nicht kommen. Und das war jetzt alles sehr kurzfristig, aber da wir eh zu dritt das alles gemacht haben und wir so drinstehen, werden wir beide unser Bestes geben und den Vortrag genauso halten. Natürlich war der Kwesi Odum zuständig für die Fallpräsentationen. Sie brauchen keine Angst haben, wir haben auch was mit. Sie haben auch, wie angekündigt, jederzeit die Möglichkeit, am Stand der Gesundheitsstiftung auch morgen selber, wenn Sie Lust haben, mal zu erfahren, wer Sie sind und wie Sie gerade so unterwegs sind. Ich komme von Natur aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, habe Physik, Mathematik studiert und habe mich dann für das Lehrerdasein entschieden, habe das auch sehr lange gemacht und bin im Grunde genommen seit über 26 Jahren selbstständig als Dozentin, Trainer und Coach und Energietherapeutin. Und habe also viele Jahre dann auch in der Ausbildung Lüscher-Koller-Diagnostik gemacht. Das heißt also, viele Jahre auch mit Professor Lüscher zusammengearbeitet. Und das, was uns bewegt hat, das jetzt alles so zu machen, ist einfach, wir haben immer die Möglichkeit gehabt, mit dem Lüscher-Test genau festzustellen, Dr. Köhler benutzt den ja auch, wie derjenige, also der Klient im Moment erlebt, seine Situation, sich persönlich und so weiter. Und es hat uns eine Frage gequält über Jahre, und zwar war es schlicht und einfach die Frage, die Prägung. Wir sind alle energetisch geprägt, ich werde nachher noch was dazu sagen, und so ist ESCO entstanden. Und ESCO heißt, es ist per Zufall entstanden, dass es Eddie Schulze und Kwesi Odum sind, aber heißt, erlebe selbst kosmische Ordnung. Und wir wollen Ihnen, das werden Sie auch spüren während des Vortrages, wir haben einfach nur den Anspruch, dass wir Ihnen einen Impuls geben wollen, Sie neugierig machen wollen. Wenn uns das gelingt, haben wir alles geschafft. Ja? Und jetzt, Herr Christian. Sie hören mich, ja, Sie hören mich. Mhm. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Es freut uns, dass Sie so zahlreich in diesem Saal erschienen sind. Wir haben wir im Vorfeld nicht gewusst, wie groß der Saal ist, in dem wir hier auftreten werden. Mein Name ist Christian Prinz. Wie man unschwer hören kann, bin ich kein Hesse, kein Bayer, wobei Bayern schon in der Nähe liegt. Ich komme aus Österreich, aus Wien und bin Vater von 4 Kindern, 3 Töchtern, ein Nachzügler, ein Sohn, mein großer Lehrmeister. Und ich komme eigentlich aus der Organisation, aus der Organisationsberatung, also aus einem ganz anderen Bereich. Meine Frau ist, wie viele von Ihnen, Ganzheitsmedizinerin, Meierärztin. Und aus der Seite bin ich sozusagen in dieses Thema eingestiegen, damals noch mit Stressbewältigung. Und wir haben dann festgestellt, dass Stress aus meiner Sicht mit organisatorischen Mitteln behandelt wird und aus Ihrer Sicht mit medizinischen, dass der Stress aber immer der gleiche ist. Und da hat das seinen Anlauf genommen, dass wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich was tun. Und dann bin ich irgendwann in der Schweiz gelandet beim Professor Lüscher, weil meine Frau gesagt hat, du, da musst runtergehen, die machen so einen Test mit Farben und Formen und das ist ein Wahnsinn, wie dich das charakterisiert. Dann bin ich dorthin, habe mir das über mich ergehen lassen und war hin und weg, wie stimmig das ist und habe fortan beschlossen, das muss ich mir näher anschauen, weil mich immer schon interessiert hat, wie funktioniert denn der Mensch, wie funktioniert Leben, wie funktionieren Organisationen. Und mein Part ist daher in diesem Dreierteam weniger die Medizin, da ist der Herr Odum der Zuständige, sondern mir geht es
wirklich um dieses Thema auch die Psyche, dieses wie steuern wir uns selbst und wie steuern sich auch größere Organisationen und menschliche Gruppen. Weil wir draufgekommen sind, dass die ja auch aus Menschen bestehen und daher auch eine, wie eine Wesenheit erleben. Und das ist der Teil, den ich dann halt eingebracht habe. Mittlerweile mache ich das seit 10 Jahren auch selbstständig. Und ja, so wie es vielleicht einem Meierarzt so geht, dass er nur mehr Bäuche sieht, sehe ich also nur mehr Farben und Kategorien. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass ich mit der Edi hier heute Ihnen dieses Regulationssystem ein bisschen näher bringen kann, wie das wir im Rahmen der Escape Akademie auch jetzt voranbringen. Das heißt, es geht hier um Impulse für Wandlung und Transformation und Bewusstheit, weil wir der Überzeugung sind, dass die Bewusstheit, die wir selber entwickeln können, dass diese Bewusstheit der Kern ist für unsere Freiheit und damit letztlich auch für unser Wohlbefinden und für unsere Gesundheit.